Plötzlich ist das Fenster dicht. Verbarrikadiert von den Nachbarn. Eine Racheaktion oder pure Boshaftigkeit? Ein Argument war ja zu meinem Mann, wurde gesagt, weil sie sich öfter mal nackt massieren lassen wollten. Und das möchten sie eben nicht haben, dass da jemand zuschaut. Passiert das wirklich? Also ich habe es noch nicht gesehen, ich möchte es auch wirklich nicht sehen. Weil es ist nicht Mr. Universum und Miss World. Eigentlich hatten CS zu ihren Nachbarn immer ein gutes Verhältnis. Keine Freundschaft, sagt Pamela, aber man habe immer friedlich nebeneinander gelebt. Haben auch eben halt Pakete angenommen und sie kam ja dann auch noch mit einer Flasche Sekt, hat sich dafür bedankt, weil wir das öfters gemacht haben. Aber die feiern eben sehr oft und laut nachts und mit Verstärker und Karaoke. Die lauten Partys, das will sich das Paar nicht gefallen lassen. Sie beschweren sich, rufen sogar die Polizei. Kurze Zeit später ist ihr Badezimmerfenster verrammelt. Wir haben dann bloß eben Baugeräusche gehört und nichts dabei gedacht. Und dann eben ein paar Stunden später war es halt so dunkel im Bad und da stand dann diese tolle Konstruktion. Pamela und ihr Ehemann Klaus-Dieter wenden sich an das Bauamt, wollen den Sichtschutz verbieten lassen. Doch bis Freitag kann die gegnerische Partei noch Stellung nehmen. Erst dann will die Behörde entscheiden. Am meisten stört, dass wir eben im Bad kein Licht haben. Wir müssen ja am Tage teilweise Licht anmachen, um überhaupt was zu sehen im Bad. Und das sehe ich natürlich nicht ein. Die Fronten zwischen den Parteien scheinen verhärtet zu sein. Das wird klar, als die Nachbarin unsere Dreharbeiten bemerkt. Polizei! Können wir Sie kurz was fragen? Wir sind nicht auf Ihrem Grundstück. Wo fängt denn Ihr Grundstück an? Na genau da, wo Sie sind. Nee, das ist unsere Wand. Sie müssen nicht die Polizei rufen, das ist unnötig. Mach ich. Lass du doch machen. Die Polizei kommt. Die Beamten sprechen mit beiden Seiten und bringen dem Ehepaar C eine positive Nachricht. Die Nachbarn lenken ein, wollen den Sichtschutz wieder abbauen. Na, hoffentlich passiert's auch. Zeit wird's. Hat 4 Wochen gedauert, der ganze Spaß. Und da hoffen wir jetzt, dass es wegkommt. Wenn die Nachbarn Wort halten, ist der Sichtschutz bald Geschichte. Und CES können dann endlich wieder die Aussicht aus ihrem Badezimmerfenster genießen.